herzlich willkommen zur ersten Videoausgabe vom Roten Sessel. Heute besucht uns mal wieder ein ganz besonderer Gast. Wir haben zwei Dinge gemeinsam. Er macht gerne Fotos und kommt aus Kaufbeuren, genau wie ich. Es gibt da aber noch zwei klitzekleine Unterschiede. Er wohnt schon lange in Los Angeles und er hatte sie schon alle vor der Linse. Stevie Wonder, Ray Charles, Janet und Michael Jackson, Sylvester Stallone, Bruce Willis, George Lucas, Sting, Mike Tyson, Alice Cooper, Rod Stewart, Justin Bieber, Alicia Keys und die Liste geht endlos weiter. Ich hoffe, er erzählt uns heute einiges über seine Arbeit. Herzlich willkommen und hi, Eddie Wölfel. Servus, Grüß, wie geht's euch? Servus. Wölfel, das ist ein bayerischer Name, geh weiter, was will ich meinen? Wölfel, also W-Ö-L-F-L. Okay. Das ist ein Urmeist von meinem Großvater, der ist auch ein Wölfel von Bayreuth. Und Oma ist aus München, meine Mutter ist Kaufbeurerin, ich bin Kaufbeurer, Schraudorfschule, weißt du, was ich meine? Und ich bin, kann sagen, 80er Jahre bin ich ausgewandert nach Amerika, weil irgendwie ging mir alles auf den Wecker hier, weißt du, was ich meine? Kaufbeuren, Kleinstadt, nichts zu tun, langweilig, bin damals eigentlich schon nach München gegangen, habe in München dann umgelernt auf Fotograf, war dann beim Jan Kepmann. Jan Kepmann hat damals die ganzen Reklamen gemacht für die HP und Peter Stuyvesant. Und mit ihm habe ich dann zuerst gearbeitet in Amerika. Da waren wir drüben für 3 Monate für die HP. Und irgendwie fand ich das ganz cool, weil wir sind von München weg. Wir haben Schnee gehabt, war minus 10 Grad. Du kommst dann in Los Angeles, 20 Grad, 25 Grad, dicke, fette Autos, Sonnenschein, also es war schon ein Wahnsinn. Und da bin ich eigentlich zum ersten Mal nach Amerika gegangen und dann wieder zurück nach München. 6 Monate später alles verschäbert, zusammenpackt und nach Amerika. Und habe es nie bereut. Ich habe Richard Avedon getroffen vor ca. 15 Jahren oder sowas, Helmut Newton auch schon. Und natürlich, du wirst irgendwie inspired, weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich schon, also solche Fotografen wie der Richard Avedon, das ist ja, man kann sagen, der Modefotograf von den 50er Jahren. Und ich habe ihn getroffen, der war, wie alt war er denn dann? 80, schon 80 Jahre und ein paar Jahre später ist er gestorben und so. Also das ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich so überlegt. Und ja, was soll ich viel sagen? Ich bin Auskaufbeuern, ja? Entschuldigung. Eben durch den Kepmann habe ich natürlich Leute kennengelernt, wie zum Beispiel die Shelley Duvall. Die Shelley Duvall ist eine Schauspielerin und sie hat mich damals, fand sie mich irgendwie cool, meine Bilder fanden sie cool und sie meinte, wenn ich zurückkomme nach Los Angeles, sie würde mich anstellen. Und sie hat mich tatsächlich angestellt, dann habe ich für sie für 2 Jahre, so fing es eigentlich alles an, ich habe für sie für 2 Jahre gearbeitet und zwar war das für HBO, Showtime, ABC und zwar hat die eine Ferienshow, eine Show gehabt, die hieß Fairy Tale Theater. Fairy Tale Theater, das ist also Geschichten von Grimms Märchen und ihre Show hatte eigentlich nur, man kann sagen, Promis. Also die erste Show, wo ich gearbeitet habe, da war dann der James Coburn, Pee-wee Herman. Pee-wee Herman ist eigentlich Paul Rubens. Das wurde dann directed beim Francis Ford Coppola und so weiter und so fort. Also ihre Show hat gehabt Leute wie Klaus Kinski, Liza Minnelli, Susan Sarandon, Leslie Ann Warren, ich vergesse Sean Penn, Chris Penn. So viele Leute, ich habe die schon meistens vergessen, aber so fing es eigentlich an. Und durch sie bin ich eigentlich auch, wie soll ich sagen, nicht Amerikaner geworden, aber sie hat mich mehr oder weniger, wie soll ich sagen, gesponsert. Und dadurch habe ich meine grüne Karte oder wie soll man sagen, meine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Und dann später war ich ein Foto-Editor für 2 verschiedene Magazine. Eins hieß Optics Film & Production Magazin. Das andere hat geheißen Rock Magazine und durch die habe ich dann die ganzen damals Rockstars fotografiert für die Covers, für die Stories und wie gesagt, ich kriege einen Anruf von A&M Records, von Richard Franklin, sagt er auch her, ich habe da eine Frau, die würde dich gern kennenlernen, komm mal zu mir ins Büro und es war so eine kleine Schwarze, die hieß Janet und sie fand mich ganz cool. Und sie hat mich dann angeheuert und ich habe für sie für ca. 18 Jahre gearbeitet. Die hieß also Janet Jackson natürlich.
da hat sie gerade ihr erstes bekanntes Album gemacht, das hieß Rhythm Nation. Da habe ich dann das Poster gemacht, das ist dann Rhythm Nation Poster. Und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel für Japanese Airline habe ich dann die ganzen Billboards und Posters gemacht. Und wie wir dann zum ersten Mal nach Japan gekommen sind, war das natürlich ganz cool. Ich komme raus vom Flugplatz und was sehe ich? Riesengroßes Poster, was ich geschossen habe. Das fand ich natürlich super cool, weißt du, was ich meine? Und so fing das eigentlich alles an. Und natürlich durch die Janet habe ich dann einen Bruder getroffen, habe dann mit dem Bruder gearbeitet. Also ich habe es eigentlich zum ersten Mal kennengelernt, die Janet hat eigentlich ihre erste Show gehabt. Und zwar war das im Forum in Los Angeles. Natürlich kam er dort verkleidet, keiner wusste, dass er dort war. Und er kam natürlich dann backstage, um seine Schwester zu beglücken. Sag auch her, Schwester, es war super. Und da habe ich ihn natürlich zum ersten Mal kennengelernt. Und Janet meinte, das ist der Eddie, Michael, sag ich, Michael, servus, wie geht's denn? Und so habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt. Und dann, seine Visagistin heißt Karen Fay, das ist eine gute Bekannte von mir, die war verheiratet mit einem von meinen besten Freunden. Und die hat natürlich auch zu Michael gesagt, doch her, wenn du einen anderen Fotografen brauchst, dann ruf doch mal einen Eddie an. Und so ist es dann natürlich auch passiert, dass ich dann ab und zu mal einen Anruf bekommen habe von Michael, der sagt, doch hey, Eddie, wir brauchen dich heute, kannst du mal reinkommen? Dann habe ich halt mal Bilder gemacht mit ihm und dem Nureyev, das war auch mal ein bekannter Tänzer, russischer Balletttänzer, oder dann mit dem Julian Lennon oder mit dem Bo Jackson, also ein paar solche Sachen halt. Und dann sagt er, okay Eddie, wir wollen auch Videos machen, war ich dabei auf Videoshoots und so. Und er wollte halt, dass ich immer nur für ihn exklusiv arbeite, aber zu dem Zeitpunkt war ich ja schon für die Janet am Arbeiten, war für den Steve am Arbeiten und dann nur exklusiv für ihn wollte ich nicht, weil ich wollte ja noch andere Sachen machen und so. Und so ist es halt dann geblieben. Dann hat er mich halt nur ab und zu mal angerufen, wie er Probleme hat mit seinem anderen Fotografen. Und so war es eigentlich. Er war eigentlich ein super Kerl auch, also echt. Ich kann mich erinnern, sagte Eddie, ich will jetzt gern einen Shoot haben, den machen wir in New York. Sag ich, okay, cool. Hat er mich nach New York geflogen, Studio aufgebaut mit den Assistenten, alles hergerichtet, und nächsten Tag kommt der Michael rein, hat sich alles angeschaut, sagt, okay, super, können wir das in Los Angeles machen? Sag, ja, kein Problem, wieder alles zusammengepackt und Nein. Dann wieder zurück nach LA. Habe aber trotzdem noch meinen Tagessatz bezahlt bekommen. Ich war dort für 3 Tage, habe also gutes Geld verdient und kein einziges Foto gemacht. Aber so war er halt. Wir sind einmal einkaufen gegangen, sagt der Eddie, gehen wir mal einkaufen. Sag ich, okay, cool, komm ich halt mit. Wir sind irgendwie in so eine Galerie gegangen, er ging halt rein, sagt er, okay, was hältst du von der Bildschirme, nicht schlecht. Okay, ich will das, das, das und das. Und dann sind wir wieder gegangen. Geld hat er keins gebraucht, das wurde alles zu ihm geschickt und so war es eben. Und er war, wie gesagt, ich fand, er war ein super Kerl. Er hat eigentlich nie eine Kindheit gehabt in dem Sinne. Das heißt also, er ist eigentlich nie aufgewachsen. Der war immer noch ein Kind, was er immer so wie gedacht hat und so. Super Lächeln gehabt, der hat immer gerne Späße gemacht und so. Und so war er halt. Das war halt nur ein Bub. Das heißt, überrascht, dass er gestorben ist, ja. Aber im Grunde genommen, man hat eigentlich schon gemerkt über die Jahre, dass er nicht mehr so ist, wie er war. Das ist also, sagen wir so, sein Höhepunkt war vorbei. Irgendwie hat er, ich glaube, was er nicht verkraftet hatte, ist, er wollte nicht älter werden. Er hat irgendwie Angst gehabt vom Älterwerden auch. Und weißt du, was ich meine? Die ganzen, zum Beispiel die ganzen Plastiksachen, Plastic Surgery, das fing an klein und es wurde immer größer und größer. Das war wie eine Droge. Und das war natürlich schon schlimm, aber was willst du machen? Verstehst du, was ich meine? Wir sind in Deutschland beim Wetten, dass mit dem Gottschalk, und kommt Stevie Wonder kommt rein, der war auf derselben Show, und Bilder gemacht mit ihm und der Janet, und 6 Monate später kriegen Anruf vom Stevie, Eddie, sag ich, was ist los?
ja, könntest du für mich arbeiten? Sag ich, ja, was sollst du? Na, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, okay, natürlich gerne, weißt du, was ich meine? Und dann habe ich auf einmal für den Stevie auch gearbeitet. Also, wie gesagt, wenn mal der Stein ins Rollen kommt, dann rollt er halt. Und ich bin eigentlich, ich glaube, mein Plus war, ich war Deutscher, schaut zwar nicht so aus, keine blauen Augen, blonde Haare, aber ich bin Deutscher, man kann sagen, vom Wesen her, auch von der Sprache natürlich, und irgendwie kam das gut an. Und natürlich hilft's, wenn man ein bisschen fotografieren kann, auch noch. Aber ich glaube, das hat auch viel zu tun mit Menschenkenntnis, wie man sich eigentlich mit anderen Menschen irgendwie umgehen kann. Und das ist natürlich ein sehr Plus als ein Fotograf. Man muss sich irgendwie einschließen an die Menschen, man muss sich irgendwie, die müssen sich gut fühlen. Und so ist es eigentlich. Das ist wie ein, man kann sagen, wie ein Arzt zum Beispiel. Der schaut ja auch, dass es sich irgendwie gut geht, der muss sich gut damit fühlen. Ich glaube, das war natürlich, wie ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, wiederum meine Einstellung zu der Person. Ich war noch nie ein Stevie Wonder Fan, ich bin ein Rock'n'Roller, ich bin aufgewachsen mit Pink Floyd, Supertramp, 10cc und ich kam nach Amerika, war alles R&B. Ich habe schon vom Stevie Wonder gehört, aber Stevie Wonder. Und ich habe ihn dann zum ersten Mal auf dem Konzert gesehen. Ich habe gleich eine Gänsehaut gekriegt. Der Typ kann ja singen, der hat was drauf. Also da war ich natürlich total begeistert. Aber wie ich ihn zum ersten Mal getroffen hatte, das war für mich, hey Stevie, wie geht's? Servus, grüß dich. War so ungefähr. Ich war halt so gleich auf du mit ihm. Und irgendwie fand er das ganz, ganz cool. Weil jeder andere ist immer, oh Stevie Wonder, kann ich dein Autogramm haben? Kann ich ein Bild? Ich habe bis jetzt noch kein Bild mit ihm und Stevie. Wenn ich mir überlege, ich habe von einem einzigen Promi, nee, zwei Promis, mit denen ich gearbeitet habe, habe ich eigentlich ein Bild mit denen und mir. Und einer ist der Sting und der andere ist der Quincy Jones. Okay, ich habe vom Stevie, obwohl ich seit, wie gesagt, mit ihm arbeite ich und seit 18 Jahren, kein einziges Bild mit ihm hin. Mit der Janet, kein einziges Bild. Michael Jackson nicht, kein einziges Bild. Und aber es ist ja normal, weil ich bin ja Fotograf, ich bin immer hinter der Linse. Aber ich hätte mal schon irgendein Bild holen sollen. Irgendwie stinkt mir es jetzt schon, was muss ich machen? Meine ganzen Freunde haben ein Bild von ihm und mir, ihm und ihm, ihm und denen, aber das Bild habe natürlich ich gemacht. Ja, also ich schaue mir natürlich schon auch zum Beispiel Bilder von ihnen an, um zu sehen, wie man ihn eigentlich am besten fotografiert, lichtmäßig oder profilmäßig und so weiter und so fort. Und man versucht auch irgendwas von der Persönlichkeit herauszufinden, speziell wenn es Promis sind. Wenn jetzt im Studio reinkommt, ich weiß jetzt zum Beispiel, okay, die trinkt halt jetzt gerne einen frischen Orangensaft. Oder die hat gern sowas zum Essen. Da versuche ich natürlich irgendwie solche Sachen herzubringen. Da fühlen sie sich natürlich gleich wieder ganz cool. Ja, woher weiß denn der das, dass ich sowas gerne trinke? Und das wäre es eigentlich. Und natürlich, wenn ich einen großen Shoot habe, ich habe natürlich schon Assistenten dabei, aber im Grunde genommen, ich möchte mir immer selber das Licht hinstellen, wie ich es will. Auch wenn ich einen guten Assistenten habe, den muss ich sowieso erstmal einlernen und man muss erstmal einen guten finden. Und das ist natürlich auch immer schwierig und so. Also ich mache immer gern alles alleine. Warum denn nicht? Weißt du, was ich meine? Natürlich schaut es besser aus, wenn du jetzt als Klient reinkommst, da flitzen drei Assistenten rum und machen und tun. Ich denke mir mal so, natürlich, wenn du jetzt ein Budget hast von 20.000, 30.000 Euros, dann musst du ja irgendwie, das muss ja auch ausschauen, als ob es 20.000, 30.000 sind. Aber im Grunde genommen, das ist ja eigentlich nur noch eine Show. Das kommt natürlich immer nur auf den Kameramann an, es kommt auf die Belichtung an und dann bin ich als Fotograf natürlich dafür verantwortlich. Und ich mache das gerne selber, weil ich möchte ja genau haben, wie ich es will. Ich kenne Matthew Rosten, der ist auch bekannt drüben, oder Bruce Webb und sowas. Ich war schon oft bei den Shoots und da geht es auch so zu, mehr oder weniger, der kommt gar nicht raus. Da wird alles gemacht. Da sitzt der Klient schon im Stuhl und dann kommt er endlich raus und geht an die Kamera und da wird geklickt, da, okay, fertig und er ist wieder weg. Ja, so bin ich nicht. Also ich bin dann immer ein bisschen am Rummachen, ich gehe rein, wenn die Make-up machen, rede mit denen und mache ein bisschen Schmäh und so weiter und so fort. Und das macht mir Spaß.
ja, es gibt schon, ich habe schon ein paar Bilder, wo ich sage, weißt du was, hast gut gemacht. Was ist, ich meine, natürlich ab und zu muss ich auch selber loben. Normalerweise bin ich eigentlich sehr kritisch, dass ich sage, jetzt hast du wieder einen Scheiß gemacht und andere Leute schauen sich an, das ist super, weißt du, was ich meine. Aber natürlich als Fotograf, du gehst ein bisschen mehr rein, du schaust da gewisse Sachen an, wo andere Leute eigentlich gar nicht sehen. Und zum Beispiel muss ich sagen, ich habe ein paar Bilder vom Stevie und ich finde, das ist eigentlich mein, das war meine, wie soll ich sagen, von, nicht von der Belichtung, aber von der Direktion her, war das eigentlich mein schwierigster Klient, weil er ist ja blind. Er weiß ja nicht, was ich mache, wie es aussehen würde und ich musste ihm irgendwie erklären, was ich eigentlich mache. Und am Blinden was zum Erklären, wie das bildlich aussehen sollte, ist natürlich ein bisschen schwer. Weißt du, was ich meine? Er ist ja blind wie eine Maus, kann man sagen, wie eine Fledermaus. Und den Shot, von dem ich eigentlich rede, ist einer, wo sage ich, auch her, ich möchte, dass jetzt zum Beispiel dein Kopf und deine Hände aufs Keyboard nimmst, aufs Piano, und das ist dein Leben und das ist eh sein Leben, weil er kommt normalerweise ins Studio rein und das Erste, was er macht, er ist auf dem Keyboard oben und spielt und macht. Also die Musik für ihn ist die Welt, das ist alles. Und jetzt sein neuestes Instrument ist, schaut eigentlich aus wie eine Zither und das ist eigentlich, hört sich aus wie eine Gitarre, das hat er sich jetzt selbst gelernt, innerhalb von einem Jahr hat er das gemeistert und das spielt halt das wie eine Zither, ein super Gerät und wenn wir jetzt wieder auf Tour sind, möchte ich eh wieder ein paar super Bilder von ihm machen mit dem. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf das Klavier, mehr oder weniger. Und das fand ich, das war ein super Bild. Da habe ich, das wurde genau richtig eingestellt. Und der Mood, wie sagt man jetzt Mood auf Deutsch, also seine Stimmung war genau richtig. Und ich finde, das ist eins des beste Bilder, was ich gemacht habe vom Stevie. Ja, also sagen wir so, wenn man viel rumreist, man bekommt irgendwie eine andere Menschenkenntnis. Erstmal, man sieht meist nicht alleine auf der Welt. Und ganz egal, wo du bist, ein Mensch ist ein Mensch. Wir wollen alle selben, wir wollen alle eine gute Zeit haben, wir wollen froh sein, wir wollen happy sein. Ganz egal, ob du Chinesisch bist, Japanisch oder Afrikaner oder weiß Gott was, wir sind alle dieselben. Und das ist natürlich wichtig. Und wenn man viel rumreist, bekommt man irgendwie die Bekenntnis, dass wir alle gleich sind. Wir sind alle auf derselben Welt. Man sollte sich viel mehr lieben, man sollte sich nicht mehr so hassen. Und es reisen natürlich, wie soll ich sagen, was ich immer super finde, als Fotograf natürlich. Ich bin immer, das Erste, was ich mache, ich komme jetzt in ein neues Land, ich nehme die Kamera und bin draußen und mache Bilder von der Stadt, von den Leuten. Ich schaue, dass ich auch zum Beispiel irgendwie so Touristensachen mache, dass ich einfach mal sage, okay, heute gehe ich mal auf den Bus und mache mal so eine Touristensache mit und so weiter und so fort. Und sowas mache ich immer gerne, also das ist für mich, also das Reisen und andere Leute, andere Sitten, das finde ich super. Echt, also auch essenmäßig. Ich versuche alles. Ich bin in Australien, ich bin mit den Aborigines, wir essen die Würmer. Denke mal, probieren muss ich, ob es schmeckt. Weiß ich nicht, aber probieren muss man schon. Was weiß ich, man. Oder zum Beispiel Japan. Ich finde Japan super eigentlich. Japan ist für mich, das ist, man kann sagen, Deutschland im Osten. Die sind arbeitsmäßig wie die Deutschen, reinlich wie die Deutschen und ich finde sie super. Natürlich, ich stehe auf Sushi. Sushi ist einmalig. Also, ich mein. Ich würde sagen, mein neuestes Hobby ist eigentlich Regisseur. Ich bin jetzt schon seit 2 Jahren in Amerika drüben, habe ich angefangen, mein erstes Musikvideo zu direkten und auch zum Schießen. Und das macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur ein Step weiter als Fotograf. Du bist ja auch mehr oder weniger ein Regisseur. Du sagst den Leuten ja, was sie machen sollen. Und wie ich sage, Musikvideo macht mir super Spaß, ist normalerweise 1 oder 2 Tage, wo du dran am Arbeiten bist,
am Schießen natürlich hast du vorher schon auch ein bisschen Arbeit. Man muss sich ja hinsetzen, um mehr oder weniger die ganze Shotlist auszuarbeiten und sowas. Und das war eigentlich jetzt mein neues Hobby. Und natürlich durch die neuen digitalen Kameras, wo man jetzt eigentlich auch Videos machen kann, ist es natürlich super. Ich wünschte, dass meine digital schon hätten vor 30 Jahren. Aber das ist, wie es ist. Also das ist jetzt mein neues Hobby als Regisseur. Jetzt habe ich circa schon 10 Musikvideos schon hinter mir. Ich habe an einem Film auch schon gearbeitet als DP, also Director of Photography. Habe ein paar Reality-Shows schon gemacht und das ist eigentlich jetzt mein neues Hobby. Ich habe ein paar Freunde hier natürlich, mit denen ich auf die Schule gegangen bin. Die habe ich jetzt noch nicht getroffen, aber die wissen, dass ich hier bin. Aber ich habe momentan auch irgendwie so ein bisschen Schedule. Mein Vater, ich komme gerade von Konstanz und so, was auch eine schöne Stadt ist. Und versuche mich jetzt irgendwie auch in Kaufbeuren wieder so, wie soll man sagen, einzugleiten. Also ich versuche wieder ein bisschen was hier zum Arbeiten. Optimale natürlich wäre in Deutschland zu arbeiten, ein halbes Jahr, natürlich nur im Sommer und dann im Winter wieder zurück nach Amerika. Ja, Pläne sind eigentlich ganz einfach. Ich habe schon ein paar Sachen im Anlauf. Ich hatte jetzt ein paar guter Bekannter von mir, hat mich jetzt mehr oder weniger mit anderen Leuten abgesetzt, die wo eine Galerie machen wollen. Und ich habe jetzt mehr oder weniger gerade das Okay bekommen. Das heißt also, ich würde wahrscheinlich dieses Jahr werde ich eine Galerie haben, wo ich also mehr oder weniger ein paar von Promis, wo ich habe, ausstellen werden. Und ich versuche natürlich jetzt auch irgendwie in Deutschland mehr Arbeit zu bekommen. Ich habe viele Sachen eingemacht für Deutschland, damals in Amerika, für zum Beispiel wie die Bunte oder für die Bravo oder Hallo Magazine. Da habe ich zum Beispiel so Heimatberichte gemacht, wie zum Beispiel der Sylvester Stallone oder die Selma Hayes oder Gruppen wie Scorpion und so Sachen halt. Und das versuche ich jetzt wieder zu machen, dass ich sage, jetzt möchte ich ein bisschen mehr was in Deutschland auch zu machen. Eddie, dann wünsche ich dir jetzt zum Abschluss, dass du weiterhin ganz oben bleibst. Ja, vielen Dank. Und dass natürlich die Galerie in einer geeigneten Metropole einschlägt wie eine Bombe. Okay, ich lade dich natürlich ein, ist ja normal. Ich wäre trotzdem gekommen, Eddie. Ich habe mich riesig gefreut, dass du hier warst. Ja, ich auch. Ich finde, du bist cool. Guter Fotograf auch und sehr guter Grafikdesigner, finde ich echt super. Ja, du, nett dich kennenzulernen und ich sage, der rote Stuhl ist super, weil wir jemanden. Bis dann, servus, tschüss.